Wir werden sie unsere Zeichen überall auf Erden und an ihnen selbst sehen lassen, damit ihnen deutlich wird, dass es die Wahrheit ist. Genügt es denn nicht, dass dein Herr Zeuge aller Dinge ist? Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Heute geht es um das Video von GGGN Videos: Keine Wunder im Koran. Bevor wir anfangen, möchte ich mich bei einigen Leuten bedanken. Ich bedanke mich hier bei Abu Bakr, so heißt er auch als User auf YouTube, aus dem Haus der Wahrheit Forum für die Wunderkritik-Erklärung. Abu Bakr hat seinen Doktortitel in Deutschland erworben und seine Muttersprache ist Arabisch. Auch noch ein Dank an Atlantis und Sakina, das sind zwei andere User im Haus der Wahrheit Forum. Dieses Video, was nun widerlegt werden soll, ist ohne Zweifel ein Video, das viele Menschen in die Irre geführt hat und wegen der guten Darstellung und Sprache weit verbreitet ist und öfters aufgerufen wurde. Ich will kurz an einem Beispiel zeigen, dass dieses Video viele Menschen irregeleitet hat. Hier schreibt jemand ganz ausdrücklich: Ich bekam gestern Abend Zweifel an meiner Religion, suche andauernd Zuflucht bei Allah. Und weiterhin heißt es: Ich kriege sonst ununterbrochen Zweifel. Eigentlich braucht der heilige Koran keine wissenschaftliche Wunder. Als die Nichtmuslime zum Beispiel die Rezitation des heiligen Korans hörten, sagten sie zu sich: Das kann nur Gottes Wort sein, und nahmen den Islam an. Aber der heilige Koran hat eben trotzdem wissenschaftliche Wunder, und warum sollten wir Muslime denn diese verwerfen? Naja. Allgemein sollte man bei der Thematik Embryologie in meine Beschreibung schauen, denn dort verweise ich auf eine Internetseite, in der wirklich das Ganze durchgenommen wurde. Es wird bewiesen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder beziehungsweise der Koran nicht von alten Griechen abgeguckt hat und dass darin ein Wunder steckt, was der Koran hier beschreibt. Zuerst weiß ich nicht, wieso es immer behauptet wird, dass das schon vor dem edlen Koran bekannt war, und finde keine Wissenschaftler vor ein paar hundert Jahren, die diese Tatsachen wirklich anerkannt haben. Über die Geschichte gab es alles und die Philosophen haben damals alles aufgeschrieben. Einige haben geschrieben, dass Eisenmeteorite auf die Erde fielen, und andere haben geschrieben, dass die Frau für das Geschlecht des Kindes verantwortlich ist, und einige haben gesagt, dass die Sonne sich um die Erde dreht und so weiter. Das heißt aber nicht, wenn der edle Koran eine Tatsache erwähnt, dass man nun in den Büchern sucht und irgendeine Aussage findet, von der unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht wusste, um das Wunder abzulehnen. Der Unterschied zwischen den Wundern des edlen Korans und den Behauptungen der Philosophen ist, dass der heilige Koran keine Fehler in seiner Erwähnung gemacht hat, nicht wie andere Autoren und Bücher. Bis sie ein Buch finden, das nur richtige Prophezeiungen und wissenschaftliche Wunder beinhaltet, sind wir bereit zuzugeben, dass ein Mensch ähnliche Wunder bringen kann wie der edle Koran. Nun gehe ich auf das Thema Eisen ein. Erstens, bekannt war es nicht, dass das Eisen aus dem Himmel herabgesandt wurde. Ich habe da keine Beweise gefunden und kann deshalb auch nicht nachvollziehen, ob das Argument stimmt. Bemerkenswert ist es auch, dass man im Video selbst sagt, dass Ägypter Eisenmeteorite Himmelsmetall nannten. Das stimmt, die Ägypter unterschieden zwischen zwei Arten von Eisen. Erstens Eisen, das es auf der Erde gibt, und zweitens Eisen, das von den Göttern als Zeichen kam. Es gab auch keine Behauptung seitens der Ägypter, Babylonier und anderer Kulturen, dass Wasser aus dem Himmel kommt. Denn Ägypter und alle anderen Kulturen haben auch beobachtet, dass Wasser auf die Erde in Form von Regen fällt, oder nicht? Warum haben sie dann gemäß dieser Logik nicht behauptet, dass Wasser aus dem Himmel kommt? Oder warum hat man nicht behauptet, dass Steine vom Himmel kommen, weil man Meteorite, das heißt
für sie Steine fallen sah. Die Behauptung, dass man vor Muhammad so etwas wusste, ist albern. Zweitens, falls man das wusste, wieso haben die Wissenschaftler das nicht sofort gesagt? Anscheinend war der Prophet viel intelligenter als die Wissenschaftler und wusste, was die Babylonier und Ägypter wussten, während die Wissenschaftler bis vor kurzem davon nichts wussten. Drittens, nur das Eisen da zu erwähnen, kann Folgendes behaupten. Dass man hier auf die Wichtigkeit des Eisens hinweisen will und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns da von einer Gnade erzählt, um uns an seine Gnaden zu erinnern. Hätte er das Gold oder das Silber erwähnt, dann wäre das nicht so wichtig gewesen wie das Eisen. Wir wissen heute, dass der Mensch ohne Eisen nicht leben kann, zumindest das Blut kann ohne Eisen nicht gebildet werden. Außerdem beschreibt der edle Koran viele Elemente, die wir jetzt in unserem Zeitalter erst kennengelernt haben. Siehe hierzu folgende Beschreibung. Außerdem, die Behauptung, dass alle Elemente aus dem Weltall kommen, ist witzig. Die Behaupter wissen doch selber ganz genau, dass der heilige Koran damit meint, dass Eisen dann herabkam, nachdem die Schöpfung vollzogen wurde. Ich glaube, mehr braucht man nicht erwähnen und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Sure 12, Vers 103, aber die meisten Menschen werden, auch wenn du noch sehr danach trachtest, nicht gläubig sein. Erstens, als erstes nehme ich das Argument, dass mit Nur im edlen Koran kein reflektiertes Licht gemeint sein kann, weil Allah subhanahu wa ta'ala sich mit dem Wort beschrieben hat. Dieses Argument ist falsch, denn das Wort Nur an sich, wie das Wort Licht, kann entweder realistisch oder symbolisch gemeint sein. Wie man sagt, das Licht Allahs, dann bedeutet das sicherlich keine Energie, die in Form von Licht strahlt, sondern die Rechtleitung. Und das ist die Bedeutung, wo Allah subhanahu wa ta'ala sich als Nur, der Himmel und der Erde, beschreibt. Er spricht gar nicht von unserem Licht, sondern von seiner Rechtleitung, der Himmel und der Erde. Jedoch, wo er den Mond mit Munir beschreibt, dann spricht er vom bekannten reflektierten Licht, vor allem, wenn er kurz davor die Sonne mit einer Lampe beschreibt. Daher kann diese Behauptung auch gar nicht als Argument genommen werden. Zweitens, Allah subhanahu wa ta'ala hat im edlen Koran in einem anderen Vers ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Mond an sich gelöscht ist. Also er leuchtet nicht, während das Zeichen des Tages leuchtet. Er sagte, Sure 17, Vers 12, und wir haben die Nacht und den Tag zu zwei Zeichen gemacht, dann haben wir das Zeichen der Nacht ausgelöscht und das Zeichen des Tages hell gemacht, damit ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet und damit ihr die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung wisst und alles haben wir ganz ausführlich dargelegt. Das Zeichen des Tages ist ja die Sonne und das der Nacht ist der Mond. Das ist, was die beiden auszeichnet. Drittens, die weitere Behauptung ist, dass Allah die Sonne mit Sirajan Muniran beschreibt. Und das soll bedeuten, dass die Sonne auch Nur ausstrahlt und dass Nur kein reflektiertes Licht sei. Dieses Argument zeigt Mangel an Verstand. Denn wer sagt, dass das reflektierte Licht kein Licht, der aus einer Lampe ausgestrahlt wurde, ist? Die Lampe strahlt das Licht an den Spiegel und der Spiegel reflektiert es weiter. Das bedeutet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass die Sonne Munira ist, dann bestätigt er nur, dass die Sonne andere Körper wie der Mond leuchtend macht. Und Allah sagte zum Mond Nur und zur Sonne Munir. Munir ist das, was Nur macht. Also Sonne ist etwas, was den Mond zu Nur macht. Daher ist dieses Argument eigentlich eine weitere Weisheit des edlen Korans und bestätigt, wie genau Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Beschreibung ist. Durch die Mondfinsternis hat Aristoteles endgültig bewiesen, dass die Erde eine Kugel ist. Fakt ist jedoch, dass Aryabhata der Erste war, der sagte, dass das Licht des Mondes reflektiert ist. Und Aryabhata lebte lange vor unserem geliebten Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber Fakt ist, dass zur Zeit der Herniedersendung des edlen Korans der Glaube daran, dass der Mond sein eigenes Licht ausstrahlt, gängig war. Salz und Süß.
Welche Bedeutung gibt es denn? Man sieht hier, welches Ziel die Bringer der Argumente haben. Denn der koranische Satz spricht sehr deutlich von der wissenschaftlichen Tatsache und sie versuchen trotzdem auf andere Bedeutungen hinzuweisen. Das zeigt, wie man die Wahrheit einfach leugnen will. Wir übersehen das aber und bleiben beim Thema. Der glorreiche Koran hat etwas anderes beschrieben als das, was Aristoteles beschrieben hat. Denn der heilige Koran spricht von einer allgemeinen Trennung zwischen süßem und salzigem Wasser, die nebeneinander oder aber aufeinander liegen können. Aristoteles spricht von unterschiedlichen Gewichten und beschreibt die Trennung der beiden Gewässer so, dass sie unbedingt aufeinander in Schichten liegen sollen, da das eine leicht und das andere schwer ist. Die Theorie von Aristoteles, wenn man die beiden in einem Behälter tun würde, dann würde das salzige Wasser unten bleiben und das süße Wasser oben. Und von der Barriere sprach er nicht. Wenn wir uns das folgende Bild mal anschauen, dann verstehen wir, dass die Aussage von Aristoteles falsch ist und die des edlen Korans richtig ist. Dieses Bild zeigt, wie der Fluss Amazonas in zwei Flüsse im selben Flussbett läuft, ohne dass sich die beiden Gewässer vermischen oder das eine oben und das andere unten bleibt. Und das bleibt so circa 11 Kilometer. Und hier kann man nur einen weiteren Beweis für die Wahrhaftigkeit und Einzigartigkeit des edlen Korans sehen. Wäre Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Wissenschaftler wie Aristoteles gewesen, dann hätte er solche Fehler auch gemacht. Aber der edle Koran ist von Allah, daher auch fehlerfrei. Nun möchte ich aber meine Zuschauer weiterhin über dieses Thema aufklären. Diese zwei Links sollen zeigen, dass es bei diesem Vers zwei Wunder gibt. Ein Link ist von Answering Christianity, der andere von Kahil 7. Fakt ist auch, dass der Panama- und Suezkanal beschrieben werden. Folgender Link, hier ein Schiff aus dem Panama-Kanal, bei dem der edle Koran behauptet, dass sie so hoch wie Berge sind. Bevor mit der sachlichen Antwort auf die Behauptungen angefangen wird, hier ein ganzes Video über den Urknallvers von Abu Bakr auf YouTube, das jeden interessieren soll. Es ist sehr schön und zeigt neue Wunder in diesem Vers, von denen noch keiner gehört hat. Er zeigt versteckte Wunder in dem Text des Verses selber. Nun komme ich auf die Behauptungen. Zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass die Übersetzung mit haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass der Himmel und die Erde in einem einzigen Stück waren, dann zerteilten wir sie, falsch ist. Denn hier im Arabischen gibt es kein Wort, das man mit Stück übersetzen kann. In der Übersetzung von Nadim Elias lese ich, sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass die Himmel und die Erde eine zusammenhängende Masse waren, da haben wir sie getrennt. Diese Übersetzung ist auch falsch, denn in diesem arabischen Text gibt es kein Wort, das man mit Masse übersetzen kann. Wie lässt sich der Vers denn am besten übersetzen? Ich übersetze den Vers möglichst nah zum Original. Sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass die Himmel und die Erde zusammenhängend waren? Da haben wir sie getrennt. Nun, wie können die beiden Übersetzungen falsch sein? Es ist einfach. Denn die beiden Übersetzer hatten weder Ahnung von der Astronomie und, dass es einen Unterschied zwischen zusammenhängend, also ohne Masse, und zusammenhängende Masse gibt. Daher hat jeder nach seinem Verstand übersetzt und beide hatten da nicht genug Wissen über das Thema. Leider müssen wir Muslime nun Fehler aufklären, die gar nicht im edlen Koran existieren. Daher sind einige Gelehrte der Meinung, dass der heilige Koran nicht übersetzt werden darf, sondern nur nach dem Verstand der Gelehrten erklärt werden kann. Und wir dürfen diese Texte auch nicht als eine Übersetzung ansehen. Damit die Behaupter nicht daran zweifeln, dass das die richtige Übersetzung ist, können sie selber nach der Bedeutung des Wortes suchen, das hier mit ein Stück oder zusammenhängende Masse übersetzt wurde. Das ist das folgende Wort. Im folgenden Link ist ein Arabisch-Englisch-Wörterbuch. Jeder soll das Wort dort posten und sehen, was er bekommt. Das ist der Link zur Antwort.
Die Antwort heißt auf Englisch to stitch und bedeutet etwas zusammennähen. Was ihr gerade gesucht habt, war aber nicht dasselbe Wort, sondern das Verb, von dem das Wort stammt. Dieses Ergebnis beweist, dass das Wort weder Stück noch Masse bedeutet, sondern weist nur auf etwas hin, was zusammen ist. Wenn wir also den Vers richtig übersetzen, dann lesen wir Folgendes. Sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass die Himmel und die Erde zusammen waren, da haben wir sie getrennt. Es gibt also weder Stück noch Masse im Koran. Ich frage mich, ob es eine bessere und genauere Beschreibung für den Urknall geben kann. Sicherlich nicht so kurz und so umfassend. Nun zur Behauptung, dass die Erde sich nicht vom Himmel abspaltete. Hier frage ich mich, wieso unterstellen sie immer wieder dem edlen Koran, was er nicht gesagt hat? Wo steht im Koran, dass die Erde vom Himmel abgespalten wurde? Alles, was im Vers steht, ist, dass die Erde und Himmel zusammen waren und dann getrennt wurden. Beide, Himmel und Erde, wurden aus demselben Ursprung, sprich Urknall, getrennt und das ist zu 100% richtig. Dieser Fehler der Behaupter zeigt uns, dass jeder, der versucht, wissenschaftlich tätig zu sein und anfängt, Theorien zu machen, solche Fehler wie die des Behaupters macht, der sicherlich auch behauptet, Wissenschaftler zu sein. Aber komischerweise beinhaltet nur der edle Koran solche Fehler nicht, wenn im 21. Jahrhundert noch solche Fehler wie im Video gemacht wurden. Das beweist, dass der edle Koran kein menschlich-wissenschaftliches Werk, sondern ein göttlich-fehlerfreies Werk ist. Weiterhin ist es dumm zu diskutieren, dass die Erde vom Himmel nicht abgetrennt ist. Denn wir wissen, dass Erde etwas anderes ist als Himmel. Und wenn die beiden vom Urknall stammen, dann trennten sie sich voneinander, früher oder später. Etwas anderes wäre dumm und nicht zu vertreten. Nun die Untersuchung, ob der edle Koran abgeguckt hat. Nun, es heißt jetzt, dass der Koran irgendwie von den Sumerern oder Ägyptern abgeguckt hat. Aber erstens, die Sumerer. Zu den Sumerern habe ich nur eine Online-Quelle gefunden, da heißt es, Enlil beeilte sich, den Himmel von der Erde zu trennen. Aber ich weiß nicht, ob diese Übersetzung sinngemäß ist oder richtig ist und ich habe die Manuskripte nicht in der Hand, also kann ich es nicht so ganz genau nachweisen. Außerdem gilt Folgendes, die Zivilisation der alten Sumerer bzw. Ägypter starb 700 Jahre vor dem Islam aus. Von den Sumerern gab es keine direkten Texte, man musste sie alle zusammenfinden. Und die Tafeln, Texte und so weiter haben die Archäologen erst viel später gefunden. Das heißt, die Araber kannten die Trennung zwischen Himmel und Erde von den alten Sumerern wahrscheinlich nicht. Und bezogen auf die alten Ägypter, bei den alten Ägyptern heißt es nirgends, dass Himmel und Erde getrennt wurden. Evolutionisten behaupten, dass Fische durch Weiterentwicklung ans Meer kamen und dann zu Affen etc. wurden, bis aus ihnen Menschen wurden. Jedoch unterstützt der edle Koran solch eine Theorie nicht. Der heilige Koran sagt, dass der Mensch neben Erde etc. auch aus Wasser erschaffen wurde. Das stimmt. Mit der Erklärung, dass das Leben aus dem Wasser kam, hat Anaximander nicht behauptet, dass der Mensch aus Wasser erschaffen wurde. In Wikipedia steht doch, dass Anaximander als den Ursprung allen Seins nicht das Wasser hielt, sondern das stofflich unbestimmte Eperon. Und Thales hielt aber tatsächlich daran fest, dass das Wasser den Urstoff und Urgrund für alle Erscheinungen auf der Welt dient. Das stimmt aber wissenschaftlich nicht und er behauptete sogar, dass unsere Erde auf dem Wasser schwimmt. Alhamdulillah, obwohl solche Sachen zur Zeit der Herniedersendung des edlen Buches verbreitet waren, befinden sich in diesem Buch, dem edlen Koran, nicht solche alberne Behauptungen und gemäß ihm entstehen Erdbeben durch Erschütterungen dieses Wassers. Seht hierzu in die Beschreibung. Fakt ist jedoch, dass komischerweise der edle Koran nicht wie Thales behauptet hat, dass alles aus Wasser entstanden sei, die Erde, Steine etc. Außerdem wurde der Mensch gemäß dem edlen Koran nicht nur aus Wasser erschaffen, wobei es bei Thales nur einen Urstoff, das Wasser, gab. Komisch, dass der heilige Koran auch nicht erwähnt hat, dass die Erde auf Wasser schwimmt etc. Komisch, dass der heilige Koran die Fehler nicht übernommen hat. Beziehungsweise nichts übernommen hat, wenn man das so sieht. Er hat nicht übernommen, dass alles aus Wasser entsteht, im glorreichen Koran nur alle Lebewesen. Dass alles nur aus Wasser entsteht und dass die Erde auf Wasser schwimmt. Ferner sagt der edle Koran, dass der Mensch zum Beispiel aus Erde erschaffen wurde und aus Wasser, was auch wissenschaftlich bestätigt wird.
Siehe die zwei folgenden Links in der Beschreibung. Und nach dieser Behauptung und falscher Deutung können diese Behaupter noch behaupten, dass wir Muslime den mächtigen Koran falsch deuten, um Wunder zu finden? Und wo steht im Vers, dass die Sonne und der Mond sich um die Erde drehen? Das existiert nicht im Vers, sondern ist eine Deutung dieser Behaupter, um die deutlichen Wunder des Korans zu leugnen. Nun sollen sie zuerst ehrlich, sachlich und dann wissenschaftlich sein und dann sich mit den Wundern des edlen Korans beschäftigen. Ich sehe immer noch das Wunder im edlen Koran, dass alles sich in einer Bahn dreht, und sehe, dass die Behaupter erst die von ihnen behauptete Bedeutung vielleicht mit anderen Versen beweisen sollen, bevor sie davon erzählen. Auf jeden Fall habe ich irgendwie weder von Harun Yahya oder Co. entdeckt, dass so etwas von uns Muslimen als Wunder hervorgebracht wurde. Der Videohersteller ist sehr schlau. Er wählt jetzt sogar Wunder, die wir gar nicht verbreiten. Das ist ein sehr einfaches Argument. Erstens, der Vers ist da falsch übersetzt und ich weiß nicht, woher diese Übersetzung stammt. Die richtige Übersetzung ist: Und den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut und wir weiten wahrlich aus. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht, dass er nur den Himmel ausdehnt. Er sagt, dass er den Himmel aufgebaut hat, aber er weitet aus. Er nannte nicht, dass er den Himmel ausweitet. Das ist, was die Leute aber falsch interpretieren, um den Vers den Leuten noch unverständlicher zu machen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala ausweitet, dann ist das eine Eigenschaft von ihm und er weitet dann aus, was er macht. Daraufhin weitet er alles, also Universum, aus, da er ja alles geschaffen hat, wie es im edlen Koran mehrmals erwähnt wurde. Daher ist das Argument sowieso falsch. Außerdem habe ich in meinem Video die sieben Himmel, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, die gewaltigen Wunder des Korans, schon gezeigt, dass mit Himmel auch Universum gemeint wird. Aber sei es denn, dass die Behaupter da recht hätten und Allah subhanahu wa ta'ala nur die Ausweitung des Himmels erwähnt hat. Was sollte das dann an dem Wunder bemängeln? Was soll das nun an der Tatsache ändern, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Himmel oder Erde oder Universum sagt? Das sind alle Sachen, die sich gedehnt haben und sich immer noch dehnen. Der edle Koran ist kein wissenschaftliches Buch, sondern ein Wunderbuch. Ein wissenschaftliches Buch müsste ja diesen Unterschied machen. Aber ein Wunderbuch muss das gar nicht machen. Es reicht ihm, wenn er Sachen bringt, die vorher nicht bekannt waren. Und das hat er gemacht, als er die Dehnung des Himmels erwähnt hat. Daher ist das erste Argument sowieso kein Argument. Zweitens, das mit der Zeit, das ist auch ein falsches Argument. Denn im heiligen Koran steht nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur in der Gegenwart oder in der Vergangenheit ausdehnt, sondern es steht drin, dass er ausdehnt. Wenn ich sage, dass ich ausdehne, dann schließt das nur Gegenwart und nur Vergangenheit aus und es reicht, wenn man dazu den Satz Allah subhanahu wa ta'ala baute den Himmel auf und seitdem weitet er aus zitiert. Sagen wir mal, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Verb in der Vergangenheitsform ausgesprochen hat und sagte Allah weitete aus. Das würde jedoch ausschließen, dass das Universum sich momentan dehnt. Und das ist falsch, denn bis jetzt ist die Dehnung des Universums im Gange. Und das ist genau der Stand des Wissens, siehe dazu den Wikipedia-Artikel Expansion des Weltalls. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte den Himmel nur bei dem Bau und sagte bei der Dehnung danach er weitet aus und erwähnte den Himmel nicht. Daher gibt es keinen Anhalt für die Kritik in dieser Hinsicht am Vers. Und selbst wenn der Himmel im zweiten Teil des Verses erwähnt wäre, dann wäre das selbst kein Fehler oder Mangel, denn der Himmel als Teil des Universums dehnt sich immer noch aus. Für die, die behaupten, dass die Expansion schon in der Bibel erwähnt wurde, folgender Link. Denn wenn man alle Verse untersucht, die in Frage kommen, stellt man fest, dass es sich immer um die Vergangenheit
Erstens, was ist Gas und was ist Rauch? Ist Rauch keine Mischung aus einem oder mehreren Arten von Gasen? Hätte dieser Behaupter einmal auf Wikipedia geschaut, dann hätte er uns diese Mühe gespart. Dort wird der Rauch wie folgt definiert. Im engeren Sinn wird mit Rauch ein Gemisch aus einer festen mit einer gasförmigen Phase bezeichnet. Also Rauch ist eine Mischung aus Gasen, selbst wenn diese Gase andere größere Feststoffen beinhalten. Und was ist Gas? Wir finden in Wikipedia folgende Definition. Eine Substanz ist dann ein Gas, wenn deren Teilchen sich in großem Abstand voneinander frei bewegen und den verfügbaren Raum gleichmäßig ausfüllen. Im Vergleich zum Festkörper oder zur Flüssigkeit nimmt die gleiche Masse als Gas unter Normalbedingungen den rund 1000 bis 2000-fachen Raum ein. Der Unterschied zwischen Gas und Festkörpern ist lediglich der Raum, den die Materie besitzt. Rauch wird daher Gas bleiben, wenn die kleineren Festkörper auf den größeren Raum des Rauches verteilt werden. Zweitens, es stimmt nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Vers nur von der ersten Schöpfungsphase spricht, denn es steht, dass er nach der Schöpfung der Erde sich an den Himmel gewendet hat, als er Rauch war. Das heißt, der Vers beschreibt den Himmel mit Rauch, als die Erde existierte. Und das bedeutet, dass der edle Koran eventuell hier eine spätere Schöpfungsphase beschreibt. Und wenn wir heute folgende Bilder vom Himmel sehen, dann wissen wir, dass der Himmel heute noch im großen Teil Rauch ist. Ich zeige die Verse nochmal, damit wir sehen, wie der Vers richtig ist. Im arabischen Vers steht das Wort Wahiya Dukhan und bedeutet, dass der Himmel Rauch war, aber immer noch Rauch sein kann. In meinem Video, die gewaltigen Wunder des Korans, die sieben Himmel, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, zeige ich, dass mit Himmel das Universum gemeint ist, aber auch die Atmosphäre-Schicht gemeint sein kann. Und schaut euch mal kahil7.coms Artikel dazu an, dass die Beschreibung Rauch besser als Gas ist. Kommen wir zum allerletzten Punkt, die sieben Himmel. Meine Antwort dazu, zu diesem Thema habe ich schon ein Video gedreht. Und in diesem Video kann man ganz klar sehen, dass der Heilige Koran erstens weder von vorislamischen Schriften noch von anderen Kulturen abgeguckt hat, zweitens nicht von den alten Griechen abgeguckt hat und drittens mit der Aussage, dass es sieben Himmel gibt, eine wissenschaftliche Tatsache erfüllt hat. Danke fürs Zuschauen. Sure 30, Vers 12. Und an dem Tage, da die Stunde herankommt, werden die Schuldigen von Verzweiflung übermannt werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten.